You gotta step hard on the tail for the board to come up. Estás hablando conmigo? For the board to come up, step hard on the tail. Pero, ¿a qué te refieres? Saltar en el half pipe. On the tail. Primero, aprende a hablar español. Si no, nunca nos pondremos de acuerdo. Привет! Давайте попробуйте на русском. Here we are, hey, Godzilla, Rock Mania! Seit mehr als 20 Jahren kommen sprachbegeisterte Jugendliche zum größten Sprachenwettbewerb Österreichs zusammen. Ich bin heute dabei, weil ich ganz viele neue Leute treffen kann, die ebenso begeistert sind von Sprachen wie ich. Und weil es eine tolle Gelegenheit ist, diese Sprachkenntnisse auch zu zeigen und zu beweisen. 5 Sprachen, 9 Bundesländersiegerinnen und Sieger pro Sprache und hochkarätige Juroren. In den Vorrunden qualifizieren sich die 3 Besten in den Sprachen Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch und Russisch. Im 21. Jahrhundert in der globalisierten Weltwirtschaft ist es absolut wichtig, die Sprachen zu sprechen, die Sprachen der Geschäftspartner zu sprechen, aber nicht nur die Sprache, sondern auch das kulturelle Verständnis zu haben. Also diese Dualität ist ganz, ganz wichtig. Bei Sprachmania, das Schöne ist dann, dass junge Menschen bereits Fremdsprachen lernen. Ich sage, je früher man sie lernt, am besten schon in der Wiege sollte man Fremdsprachen lernen. Aber wenn ich mich mit jemandem zusammensetzen kann, bei einer gemütlichen Atmosphäre und in seiner Landessprache ein paar nette Worte sagen kann und vielleicht auch noch mehr, dann werden meistens die Herzen geöffnet und manchmal auch die Verträge leicht erzielt. Im Finale heißt es mit Redegewandtheit und Formulierungskunst, mit Witz und Geist die Jury für sich zu gewinnen. Как же мне быть с моим горнолыжным спортом? Что у вас с этим горнолыжным спортом? Chacun de nous dispose de ces deux traits de caractère et je trouve que c'est une idée parfaite. Oh, merci. Ay, por favor, no es para tanto, ¿no? Okay. Un avión es un avión. Sí, pero bueno, si el avión se cae, caigo yo, no usted. So if you decide to go down this, well, very Eine Minute. Silly road, I should give you some advice first, don't you think so too? Arti, tipo, insomma, bunga bunga. Ma non piaci veramente. Il te faut lui dire qu'il arrête maintenant. He says he really wants to get in touch with you, but he doesn't know how to ask you. He's like, yeah, he's trying. Ich will parler avec toi, mais il est un peu timide. Ich wünsche mir für die nächsten 20 Jahre, dass Sprachmania genauso funktioniert. Und zwar insofern auch funktioniert, dass wir jedes Jahr uns über mehr Teilnehmer freuen dürfen und mehr engagierte Professorinnen und Professoren dieses Thema begleiten, denn darauf kommt es an. Und was ist für dich Sprachmania? Man kommt nicht nur mit Leuten zusammen, man kommt mit Leuten zusammen, die gleiche Passion haben. Die Sprachen öffnen uns einfach die Türen zur Welt. Also es ist eher ein nettes Miteinander als ein Gegeneinander. Ich finde, das Coole bei Sprachenlernen ist, dass man sozusagen aus seinem eigenen Charakter irgendwie rauskommen kann. Dass man sozusagen vielleicht andere Rollen einnehmen kann oder vielleicht einfach andere Kulturen kennenlernen. Es ist einfach wichtig. Jede neue Sprache gewährt einen neuen Ausblick und weitet den Horizont. Sei auch du dabei bei der Sprachmania 2015. Para que se eleve el monopatín. Fuerte y rápido. Yeah, I know. Это ты сможешь лучше. Sure I can. Woo! Hey. Let's get out of here. Sí, vamos. Пошли.